Ja, danke vielmals für den Einstieg, für die wunderschönen Lieder, die uns helfen, die uns ausrichten auf unsere Mitte, auf Jesus, wo unsere Grundlage ist, wo uns leitet, wo uns auch heute möchte begegnen, dir und mir möchte begegnen. Ja, ich möchte euch auch gratulieren, dass ihr da seid. Das ist nicht selbstverständlich. Danke, dass ihr gekommen seid, mit dem auch ein Zeichen setzt und einen Teil beitragen zur Einheit, zum Miteinander. Egal, wo ihr sitzt, es ist einfach schön, dass wir zusammen können Gottesdienst feiern, denn das ist die Hauptsache, dass wir zusammen können Gott anbeten. Das führt uns immer wieder zusammen, egal wo du sitzt, spielt überhaupt gar keine Rolle. Vielleicht ist es heute noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ich bin so froh, dass wir eine Lösung gefunden haben, dass wir nicht uns nicht aufteilen in zwei Gottesdienste oder irgendwie die einen gar nicht mehr kommen, sondern dass wir wirklich zusammen kommen können. Und das ist so wichtig, gerade in dieser Zeit, wir haben es gehört auch von Thomas, wo es im Moment wirklich eine Herausforderung ist, dass wir uns nicht trennen lassen und wo wir auch unseren Beitrag können leisten zu dieser Einheit. Ja, danke, dass ihr das Beste macht aus dieser Situation jetzt. Es ist nicht einfach, für alle nicht. Aber wir sind da, ihr seid da und wir können zusammen Gott anbeten. Es braucht Reife, finde ich immer wieder. Es braucht Reife und eine Entscheidung, gut mit dem können umzugehen. Und wir hoffen, dass wir die Wände da hinten gleich nicht mehr brauchen, dass wieder eine andere Zeit kommt. Und mega schön, dass der Giorgio, dass du das so machen konntest in dieser kurzen Zeit, auch, dass es wirklich funktioniert, dass man es auch wegräumen kann. Danke, Giorgio, noch einmal für das Einspringen und das Konstruieren. Wir sind heute im vierten Teil von unserer Serie «Ein Herz von Gottes Sache», was wir lernen können von Nehemia. In zwei Wochen geht es dann weiter zum Haggai. Die beiden haben so ein bisschen fast miteinander gelebt, auch der Ezra. Und ist mega spannend, einfach, was wir da rausnehmen können. Der erste Teil war, lass dich berühren. Der Nehemia, der sich berühren lassen hat von dieser Situation in Jerusalem, die so schlimm war, die zerfallene Stadtmauer, er ist weit weg in Susa, hat ein schönes Leben gehabt, einen super Job gehabt als Mundschenk beim persischen König. Und er hat sich berühren lassen, als er das gehört hat, wie schlimm es aussieht, wie die Stadtmauer kaputt ist, wie die Stadt ungeschützt ist. Er ist ins Gebet gegangen und ist zurückgegangen und hat das riesen Bauprojekt angepackt. Der zweite Teil war, lass dich brauchen, stell dich Gott zur Verfügung. Es ist weitergegangen nach dem Kapitel 1 von Nehemia. Es ist nicht einfach nur bei der Betroffenheit geblieben. Es ist nicht einfach nur bei der Vision geblieben, bei den Plänen, sondern es ist weitergegangen. Es ist weitergegangen. Und das ist das Geniale an dieser Geschichte von Nehemia. Das Projekt hat Hände und Füße bekommen. Die Mauer ist wirklich wieder aufgebaut worden und Leute haben sich Gott zur Verfügung gestellt. Und der dritte Teil, lass dich nicht einschüchtern. Widerstand ist normal. Schwierigkeiten gehören dazu. Das ist auch heute so. Es ist damals so gewesen. Und der Nehemia und seine Bauleute haben sich nicht aufhalten, haben sich zusammengetan, haben gekämpft füreinander und für das Projekt. Gott ist mit ihnen gewesen. Und sie konnten die Schwierigkeiten überwinden. Und jeder von euch, der irgendwo mitschafft, in der Gemeinde, sich exponiert als Leiterin, als Leiter, irgendwo im Verein, sich einsetzt, der weiss, das ist der Preis. Das ist der Preis, den wir zahlen müssen. Es geht nicht ohne. Es geht nicht ohne Schwierigkeiten. Es geht nicht ohne Widerstand. Es geht nicht ohne Probleme. Es kostet Schweiß. Es kostet Blut manchmal und Tränen. Oder? Das ist ja so. Und ich bin so dankbar und ich weiss nicht, wo ich heute wäre, wenn ich nicht mit 16 Jungscher Leiter geworden wäre und in das Team reingekommen wäre und einfach mich gelehrt hat, einzubringen, meine Gaben einzusetzen, später als IG-Leiter, mich unterzuordnen in einem Team, in einem Hauptleiter, einfach dabei zu sein, zuverlässig zu werden, meine Ängste zu überwinden, Grenzen können zu sprengen, über die eigenen Grenzen rauszuwachsen, gemeinsam zu ringen, gemeinsam zu beten, anzupacken, Hochs und Tiefs zusammen durchzustehen. Und ich bin vor 25 Jahren ins Theologiestudium eingestiegen und Pastor geworden, weil ich etwas von dem gespürt habe, die Mitarbeit in der Gemeinde, wie spannend das ist, wie erfüllend das ist, in Menschen sich zu investieren, mit Menschen unterwegs zu sein, sich da reinzugehen, Teil von diesem Projekt zu sein. Es ist nicht, ein Lehrer von uns hat einmal gesagt, es ist manchmal schön schwer, in dieser Arbeit zu stehen, in Gottes Reich. Schön schwer. Aber es ist auch schwer schön. Es ist auch schwer schön, hat er gesagt. Und er ist schon, wirklich schon, sicher schon 60 gewesen, hat schon viel erlebt.
Und wir haben ihm das als junge Studenten, wir sind ihm an den Lippen gehangen, wenn er über das Alte Testament geredet hat und uns die Zusammenhänge aufgezeigt hat. Und er ist auch für den ganzen Freikirchenverband in Deutschland verantwortlich gewesen, hat so viele Sachen gekannt und gewusst, auch um Spannungen, um Schwierigkeiten. Und wir haben ihm das abgenommen. Es ist manchmal schön schwer, aber es ist auch schwer schön, da können dabei zu sein. In diesem Dienst können die Staat zusammen als Verbündete, in diesem Dienst von Jesus, können die gute Nachricht von ihm, sein Evangelium können weiterzutragen. Auch wenn ich bis heute immer wieder an meine Grenzen komme, auch wenn ich immer wieder ängstlich bin, auch wenn ich mir immer wieder Sorgen mache, manchmal müde und ratlos bin, so bin ich doch immer wieder ermutigt, weil ich so Sachen erlebe, oder? Wie jetzt an einem Gemeindewochenende, wo, das war für mich so eine riesige Ermutigung wieder gewesen, einfach, dass wir das durchführen können, dass so viele mitgekommen sind, dass wir so beschenkt worden sind vom Freitagabend bis zum Sonntag. Ihr habt vorher die Fotos gesehen, die strahlenden Gesichter. Es war einfach schön gewesen. Es war ermutigend gewesen. Es war etwas gewesen, was die Gemeinschaft gestärkt hat. Und ich werde wieder monatelang zehren von dieser Erfahrung. Monatelang. Das gibt mir so viel Energie und ermutigt mich so, zusammen essen, zusammen reden, zusammen spielen, zusammen singen, zusammen wandern, zusammen schön haben, zusammen lachen. Einfach, es ist so schön gewesen. Alt und jung miteinander. So viele Teenies sind noch nie dabei gewesen. Das war ein richtiges Geschenk gewesen, auch wie die Teenies so einen guten Miteinander dran gewesen sind, auch mit uns zusammen, mit uns Alten, sage ich jetzt einmal. Wo ich irgendwann ins Bett gegangen bin am Abend müde, haben die noch lange weitergesungen und Lobpreis gemacht und gespielt. Und es war einfach so ermutigend gewesen, das zu erleben, die Dynamik, gerade auch unter unseren Teenies. Danke vielmals einfach allen, die auch mitbetet haben für uns, dass wir so gute Wochenende hatten. Es ist wirklich mega schön gewesen. Ja, die Stimmung kann man nicht machen. Das ist ein Geschenk. Das ist ein Geschenk von Jesus, wenn einfach so eine Stimmung ist von Offenheit. So eine gute Zeit könnt haben. Und für alle, die es verpasst haben, in 2 Jahren ist es wieder so weit. Werden wir ziemlich sicher wieder ein Wochenende durchführen im September 23. Also, könnt euch auf das freuen und es euch schon mal vormerken. Ihr habt schon gemerkt, um was es heute geht. Es ist wirklich nicht, ich glaube, es ist nicht Zufall, dass es heute um das Thema geht. Wir haben es vorher schon gehört, Dani und ich haben das vor Monaten geplant, die Predigtserie. Und ich glaube, dass wir heute den ersten Gottesdienst haben mit den verschiedenen Bereichen. Und das Thema, es geht nur gemeinsam, das Thema Einheit ist wichtig. Ich glaube, das ist wirklich ein besonderes Geschenk, dass das heute gerade so zusammenkommt und so zusammenpasst, ausgerechnet heute. Niemand muss einsam bleiben. Wir dürfen gemeinsam unterwegs sein. Gemeinsam statt einsam. Und der erste Punkt ist, jeder wird gebraucht. Jeder wird gebraucht. Ganz egal, was du mitbringst, ganz egal, wo du stehst, ganz egal, wie du dich fühlst, jeder wird gebraucht. Und es ist sehr ermutigend, wenn wir im Nehemia-Buch lesen, das Kapitel 3, in dem Kapitel 3, wer eine Bibel dabei hat, kann das einfach mal aufschlagen. Das ist ein ganzes Kapitel mit Namen. Mit Namensliste von Bauarbeitern. Da sind ganz viele Namen aufgeschrieben. Das sind Berufsbezeichnungen, die da stehen. Und ich habe einfach mal ein paar Beispiele jetzt euch mitgebracht. Kapitel 3, Vers 8 steht da zum Beispiel, für den daneben stehenden Abschnitt war der Goldschmied Uziel, der Sohn von Harhaja verantwortlich, der Salbenmischer Hanania, das ist der Apotheker, der Salbenmischer, leitete die Arbeiten am nächsten Stück. Und dann geht's weiter, Vers 12, daneben baute Shalom, der Sohn des Lohesh, der Oberste über den anderen halben Bezirk, der hat einfach so Abschnitt gemacht, die Mauer einteilt in verschiedene Baustellen, Abschnitt, wo sie am Arbeiten gewesen sind, er und seine Töchter. Spannend, oder? Ein Vater, der da mit seinen Töchtern geschafft hat. Alle hat's gebraucht, alle haben mitgeholfen. Vers 17, neben ihm bauten die Leviten. Tempeldiener, die sind zwischen dem Tempel dran, sie haben den Priester geholfen. Rehum, der Sohn Banis, neben ihm baute Hashabia, der Oberste über den halben Bezirk von Keila, für seinen Bezirk. Und dann heisst es im Vers 28, oberhalb des Rostors bauten die Priester, auch die haben die Handtracking gemacht, ein jeder gegenüber seinem Hause. Dann Vers 32, und zwischen dem Obergemach an der Ecke und dem Schaftor bauten die Goldschmiede und die Händler.
Das ist nur ein kleiner Ausschnitt und ich mache euch Mut, mal die Namensliste im Kapitel 3 vom Buch Nehemia durchzulesen. Namensliste tun wir ja normal überspringen, oder? Wenn wir finden, das ist langweilig, so viele Namen, was soll denn das Ganze? Aber es ist spannend, in dieser Namensliste zu sehen, was da alles für Berufsleute dran sind. Und ihr müsst euch das einmal versuchen vorzustellen, oder? Wie da Goldschmied, Apotheker, Händler, Leviten und Priester, die wahrscheinlich ganz feine Hände hatten, die wahrscheinlich noch seltenen Backstein in der Hand hatten, von ihrem Beruf her, wie die da an dieser Mauer gebaut haben. Das müsst ihr euch mal versuchen vorzustellen. Was das für eine Stimmung war, jeder hat geholfen. Jeder hat es gebraucht. Und ich kann mir vorstellen, dass diese Berufe da wahrscheinlich schon nach einem Tag die Hände voller Blätter hatten, oder? Das ist einfach schwierig gewesen. Und trotzdem haben sie sich's reingegeben, trotzdem haben sie mitgeholfen. Sie haben nicht gefunden, wir Goldschmieden, nein, das ist viel zu harte Arbeit. Nein, sie haben mitgeholfen. Jeder hat mitgeholfen. Und ich kann mir vorstellen, wie Bauprofis, die sich das gewohnt sind, vielleicht haben sie ein bisschen auf die Zähne beissen, wenn die anderen wieder irgendwie Goldschmied und Apotheker und Priester wieder irgendeinen Fehler gemacht haben und etwas völlig falsch angepackt haben. Und die Bauprofis ein bisschen müssen sich zurückhalten und denken, okay, die müssen das auch noch lernen. Also, was mich begeistert an dieser Auflistung, ist, dass wirklich alle Seite an Seite geschafft haben. Alle. Alle sind dran gewesen. Alle haben die gleiche Vision gehabt. Alle haben das gleiche Ziel gehabt, nämlich die Stadtmauer von Jerusalem möglichst rasch wieder aufzubauen. Und wir haben es letztes Mal gehört, der Widerstand war gross gewesen, Gefahren waren gross gewesen durch die Finden. Aber die Bauleute haben auf Gott vertraut. Sie sind dran geblieben. Sie haben auf Gottes Schutz vertraut und sie haben alles da, was möglich war, haben vollen Einsatz gegeben, haben gekämpft, haben gebaut, haben einander bewacht, damit ihr gemeinsames Ziel erreicht werden können. Und es war ihnen kein Aufwand zu gross gewesen. Es war eine verbündete Mannschaft gewesen. Und Gott hat den Nehemia gebraucht, einen Mundschenk, der ja auch kein Bauprofi war, um vorauszugehen. Um die Bauleute zusammenzubringen, um die Vision zu vermitteln, um die Vision vor Augen zu behalten. Leute, es lohnt sich. Wir müssen dranbleiben. Wir müssen durchheben. Das Ziel vor Augen behalten. Er hat das ihnen vorgelebt. Er ist ihnen vorausgegangen. Er ist nicht am Schreibtisch gehockt, oder? Der Nehemia war wirklich zuvorderst. Er hat sich dem voll ausgesetzt, hat geleitet, hat geführt, ist dran gewesen, hat gebaut, hat organisiert. Und wenn wir uns das so überlegen und die Geschichte mal so im Zusammenhang lesen, ich mache euch Mut, wirklich mal das ganze Buch Nehemia mal im Zusammenhang durchzulesen, merken wir, wie schnell dass das hätte scheitern können. Wie schnell dass das hätte fertig sein mit dieser Baustelle. Wie schnell, dass sie Streit bekommen hätten oder dass die Finden alles überrennt hätten und das Todesfall gegeben hätten und alle den Battle angeschmissen hätten und gedacht hätten, nein, wir haben es ja schon mal probiert, wir haben ja schon gesagt, es funktioniert nicht. Jetzt sehen wir es wieder einmal. Das hat so schnell passieren können. Aber Gott hat diese Einheit gesegnet. Dass die verschiedenen Berufsgruppen, dass die Leute zusammen gewesen sind, Seite an Seite gebaut haben, Gott hat das gesegnet, Gott hat das auch bewahrt, auch die Treue und das Vertrauen und hat ihr das Vorhaben lassen gelingen. Und ich bin an einen Psalm erinnert worden von Salomo, der Salomo, König von Israel, der ja auch ein riesen Bauprojekt hatte, nämlich den ersten Tempel in Jerusalem gebaut hat oder hat lassen bauen. Da unter dem Esra ist dann der zweite Tempel gebaut worden nach der Zerstörung. Und er hat gesagt im Psalm 127, Vers 1, wo überschrieben ist mit dem Thema an Gottes Segen ist alles gelegen. Er hat gesagt, wenn der Herr nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst die daran bauen. Wenn der Herr nicht die Stadt behütet, so wacht der Wächter umsonst. Und das ist ein Vers, der mir immer wieder in den Sinn kommt, wenn wir uns so reingehen und alles kennt und uns immer wieder zeigt, wir haben es nicht im Griff. Wir können es nicht machen. Wir können das Entscheidende nicht machen. Das Entscheidende muss Gott schenken. Das ist auch heute Morgen so in diesem Gottesdienst. Es macht uns demütig. Es macht uns abhängig von Gott. Weil nur er das schenken kann, dass Menschen bewegt werden, dass Menschen verändert werden, dass man ans Ziel kommt, auch mit so einem Bauprojekt. Wir mögen intelligent sein, wir mögen stark sein, wir mögen gute Pläne machen, ohne Gottes Segen, ohne seine Bewahrung, ohne seine Hilfe funktioniert es nicht.
Und das haben die da auch erlebt, das hat der Salomo erlebt, das hat der Nehemia erlebt. Und das ist auch bei uns noch genau so. Und wenn wir all die Namen und die Berufsbezeichnungen anschauen, im Kapitel 3 im Nehemia, wird uns eins bewusst, Gott ist das Papier offenbar nicht schade gewesen, um all die Namen aufzuschreiben. Warum? Warum? Warum kommen die vielen Namen? Weil ich denke, es soll uns ermutigen, dass die zusammengehabt haben. So unterschiedlich, wie sie sind. Apotheker, Goldschmied, Priester, Eltern mit ihren Kindern. Das können wir auch auf uns übertragen heute, dass es jeder braucht, egal was er macht, egal wo er herkommt, dass es auch die verschiedenen Kirchen braucht. Stellt euch vor, jede Kirche, jede Gemeinde hat so einen Mauerabschnitt in unserer Gesellschaft und wenn jede Kirche ihren Mauerabschnitt baut, dann ist am Schluss die ganze Mauer gebaut. Und es zeigt uns auch, wir brauchen einander. Es ist gut, dass es verschiedene Kirchen gibt, auch mit unterschiedlichen Stilen, wo sich unterschiedliche Leute wohlfühlen. Wir ergänzen einander, wir brauchen einander, wir können voneinander lernen. Dass wir die Oberwallis erreichen, dass wir die Schweiz erreichen, dass wir die ganze Welt erreichen. Für das braucht es ganz viele Gemeinden, ganz viele Männer und Frauen, die zusammenstehen wie da, die Bauarbeiter, Seite an Seite, ihren Mauerabschnitt bauen, aber immer die Sicht fürs Ganze haben. Nicht nur ihren Mauerabschnitt sehen, sondern auch sehen, hey, da sind die anderen und die sind ja genauso wichtig. Die haben einen anderen Abschnitt, was dran sind. Jeder ist wichtig. Ich sage dem Reich Gottes Perspektive. Über einen eigenen Gartenhag rausschauen und das Gesamte sehen. Das ist immer wieder eine Gefahr, dass man nur noch klein denkt, dass man nur noch sein eigenes Süppli kocht, dass man nur noch seine eigene Gruppe sieht, seine eigene Kirche sieht. Es geht immer ums Ganze. Es geht immer um Gottes Reich, dass er uns braucht in diesem Reich, so verschieden wie wir sind, auch als Christen, auch als Kirchen. Und dass wir voneinander auch lernen können, weil alleine schaffen wir das nicht. Wir brauchen einander. Wir brauchen einander. Und meine Frage ist heute Morgen, was ist dein Mauerabschnitt? Was ist dein Mauerabschnitt, wo du am Aufbauen bist? Das kann bei dir daheim sein, in der Familie, das kann in deiner Nachbarschaft sein, das kann auch der Gemeinde sein, im Bereich, wo du mitschaffst, das kann ein Verein sein, wo du dich reingibst, am Arbeitsplatz natürlich auch. Wo bist du am Aufbauen? Was ist dein Beitrag? Was ist dein Beitrag zum Ganzen? Und es spielt gar keine Rolle, wo du genau da drin bist. Hauptsache, du bist drin. Hauptsache, du bist beteiligt. Du bist in deinem Bereich mit deinen Möglichkeiten am Bauen. Ob das am Dekorieren ist, ob das am Singen ist, ob das bei den Kindern ist, ob das beim Kaffee rausgehen ist, das spielt überhaupt keine Rolle. Ob du in deinem Verein Leiter bist und dich investierst und ein Vorbild bist und prägst, ob jemand in der Politik sich engagiert, das spielt überhaupt keine Rolle. Hauptsache ist, du bist in diesem Projekt drin, du kannst einen Beitrag leisten und siehst, dass du treu beten kannst. Das ist ja ein ganz wichtiger Teil, oder? Wir müssen nicht nur das Gefühl haben, alle, die man irgendwo sieht, sind wichtig und die bauen, sondern alle, die treu beten für sich daheim, für das Gesamte, die sind genauso wichtig. Und das ist so entscheidend. Und etwas davon habe ich in dem Gemeindeweekend gespürt, wie wir da gemerkt haben, auch die älteren Geschwister, da ist ein Bezug zu den Jungen, man freut sich, dass man zusammen dran ist. Da ist eine Verbindung, da ist eine Beziehung, da ist ein Verständnis füreinander und auch eine Freude, dass wir zusammen unterwegs sein können und dass da die nächste Generation nachkommt und dass es weitergeht. Dass man nicht eines Tages im Museum landet, sondern dass neue Leute und auch junge Leute nachkommen. Ich möchte noch einen zweiten Punkt weitergeben, etwas mit dieser Namensliste, wo so viele Namen aufgeschrieben sind, auch unsere Namen sind aufgeschrieben. Wenn wir an Jesus Christus glauben, wissen wir, unsere Namen sind aufgeschrieben. Wie auf dieser Liste im Buch vom Leben. Das lesen wir an verschiedenen Orten im Neuen Testament. Lukas 10, Vers 20, Philipper 4, Vers 3, der Offenbarung 20 kommt das vor. Da geht es um die Ewigkeit, aber es geht auch um unsere Taten, die aufgeschrieben sind. 1. Korinther 3 lesen wir von dem Preisgericht, dass Gott uns wird belohnen wird. Für das, was wir gemacht haben, wie wir umgegangen sind mit unseren Gaben, mit unserer Zeit, mit dem, was Gott unser Leben geleitet hat, an Ressourcen, an Fähigkeiten. Unsere Taten entscheiden nicht darüber, wo wir die Ewigkeit verbringen. Das entscheidet sich allein in unserem Glauben an Jesus, aber es entscheidet sich an unseren Taten,
wie der Lohn aussieht, den Gott für uns parat hat. Und alles, was du vielleicht mit Tränen gesagt hast, wo du vielleicht wirklich auch Mühe gehabt hast, vielleicht auch in der Mitarbeit, es gibt auch immer Schwierigkeiten, immer wieder mal, man muss durchheben, es ist nicht immer leicht, wo du vielleicht mit Tränen gesagt hast und nichts siehst von Frucht. Im Psalm 126, Vers 5 steht, wer mit Tränen sagt, wird mit Freude ernten. Und es wird ein Tag kommen, wo die Frucht aufgeht und die Frucht bringt und vielleicht siehst du es erst in der Ewigkeit. Vielleicht siehst du es erst in der Ewigkeit. Hoffentlich siehst du es schon früher, aber es soll auch eine Ermutigung sein für uns, wenn wir das Gefühl haben, ich habe so viel gesagt und ich sehe einfach nichts von dem. Ich sehe keine Frucht. Gott hat alles im Blick und er wird dir den Lohn geben und auf das kannst du dich auch freuen. Der Nehemia sagt im Kapitel 13, Vers 14, wo das Bauprojekt vorbei ist, wo die Mauer fertig ist, sagt er zu Gott, denke an mich, mein Gott, vergiss niemals, was ich für dein Haus und für den Tempeldienst getan habe. Und Hebräer 6, Vers 10 steht, denn Gott ist nicht ungerecht. Er vergisst nicht, was ihr getan habt und wie ihr aus Liebe zu ihm anderen Christen geholfen habt und immer noch hilft. Das ist ganz ein wichtiger Punkt, der uns auch immer wieder motivieren soll, wirklich dran zu bleiben, zeigen mit Ausdauer und Geduld und die Liebe weiterzugeben. Unsere Gemeinde besteht auch aus ganz vielen verschiedenen Leuten, mit verschiedenen Persönlichkeiten, Leute aus verschiedenen Nationen, Leute mit verschiedenen Begabungen. Wir sind verschiedene Generationen unterwegs, wir haben unsere Eigenheiten, aber wir arbeiten zusammen. Und Gott schleift uns aneinander. Das kann manchmal wehtun, wenn man so schleift. Am anderen wie zwei Steine, die aneinander schleifen. Aber es ist wichtig. Es ist so wichtig, dass wir schleifen. Dass wir nicht alleine bleiben, sondern dass wir uns reingeben können, die Gemeinschaft. Auch wenn es manchmal schwierig ist, auch wenn es Überwindung kostet, auch wenn es Schleifen aneinander manchmal wehtut. Es ist ein Segen, dass wir zusammen unterwegs sein, dass Gott uns füreinander möchte zum Segen setzen und für unsere Umgebung, das ist ein Vorrecht und dass wir lebendige Steine sein dürfen, die Gott für seinen Bau braucht. Ich habe gemeint, wie kennt ihr die Mauer baut mit diesen verschiedenen Steinen. Und das ist der Vers aus 1. Petrus 2, Vers 5, wo der Petrus schreibt, lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Und jeder von uns ist so ein Stein. Und wenn wir uns einfügen in den Bau von Gott, von seinem Reich, dann haben wir unseren Platz. Wir haben unseren Nachbarn nicht ausgesucht. Aber wir werden da eingebaut, wir werden geschliffen einander, wir passen uns an den anderen Stein an und wir werden zum Segen füreinander. Und es braucht nicht nur die Mutigen, es braucht nicht nur die Dynamischen, es braucht nicht nur Draufgänger, sondern es braucht auch genauso die Schwachen, es braucht die Kleinsten, die Ältesten, die Kranken, Eigenbrötler, alle. Es braucht alle. Und zusammen gibt es das Bauwerk. Zusammen geht es vorwärts, auch wenn es nicht immer einfach ist. Und jeder, auch die Mutigen, auch die Starken, werden irgendwann auch zu den Schwachen gehören. Oder? Das ist so die Zusammenfassung von diesem Input letzten Sonntag im Weekend. Und darum ist es so wichtig, dass wir Verständnis haben füreinander. Dass wir Verständnis haben füreinander, egal wo wir gerade sind, zu welcher Gruppe, dass wir gerade gehören. Es braucht jeden. Jeder ist wichtig. Und es ist ganz wichtig, dass wir füreinander auch die Sicht haben, dass wir einander tragen und manchmal auch ertragen. Das ist wirklich extrem wichtig und das kann man lernen. Und Jesus möchte uns alle brauchen, zum Segen füreinander, dass wir schleifen einander. Wir haben uns unsere Nachbarn in der Gemeinde, in dieser Mauer, nicht ausgesucht. Du hast vermutlich auch deinen Chef nicht ausgesucht, du hast deine Kinder nicht ausgesucht, die Kinder haben sich ihre Eltern nicht ausgesucht. Und gerade da drinnen möchte uns Gott zum Segen setzen. Der Paulus sagt so in Epheser 2, Vers 20, als Gemeinde von Jesus Christus steht ihr auf dem Fundament der Apostel und Propheten. Doch der Grundstein, der dieses Gebäude trägt und zusammenhält, ist Jesus Christus selbst. Er ist unser Fundament, wo uns verbindet in dieser Unterschiedlichkeit. Durch ihn sind die Bauteile untereinander fest verbunden und wachsen zu einem Tempel des Herrn heran. Weil ihr zu Christus gehört, seid auch ihr ein Teil dieses Baus,
in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Stichwort ist wachsen, zusammenwachsen, zusammen verbunden sein. Das ist so entscheidend wichtig. Niemand von uns ist schon fertig. Wir sind alle am Lernen. Wir sind alle am Wachsen. Jesus verändert uns. Er ist mit uns unterwegs bis zu unserem letzten Schnuff, bis zu unserem letzten Tag. Das macht uns demütig. Weil niemand kann zurücklehnen und sagen, ich has jetzt, oder? Ich warte jetzt auf den Himmel. Schade, oder? Du hättest noch einen Auftrag. Gott möchte dich verändern. Er möchte durch dich andere verändern. Und das hält uns wach, es hält uns fit, dass wir dranbleiben und uns verändern lassen, auch wenn es manchmal schwierig ist, das gegenseitige Tragen. Und ich vergleiche es gerne so, wie wenn wir über einen Gletscher gehen und angeseilt sind. Und jeder darf mal den Durchhänger haben, oder? Das ist normal, jeder von uns hat mal den Durchhänger. Es ist bei uns häufig so, wenn es der Astrid nicht so gut geht, geht es mir gut und umgekehrt. Und der Dani und ich erleben es auch so, wenn der eine Krise hat, hat der andere geht irgendwie das Vertrauen. Und wir können zusammen beten und sagen, Jesus, wir gehen vorwärts mit deiner Hilfe. Jeder hat mal den Durchhänger, aber jeder ist streit, oder? Und das finde ich bei diesem Bild so schön. Jeder ist streit. Niemand fällt in Spalt. Niemand fällt in Spalt, weil die Gemeinschaft treibt. Und darum ist es so wichtig, dass wir eingebunden sind. Darum ist es so wichtig, dass wir drin sind und dass wir einander gegenseitig Halt geben können. Ja, ein dritter Punkt. Nehemia vertraut auf Gott. Er geht mutig voran. Er war ja ein unglaublicher Motivator. Ihr müsst euch vorstellen, wie es in diesem Bauprojekt immer wieder Krisen gegeben hat, wie es Widerstand gegeben hat und wirklich lebensbedrohlich geworden ist. Und wie er immer wieder die Bauleute ermutigen konnte, wie er vorausgehen konnte. Wie er konnte machen, dass sie wirklich zusammenarbeiten. Und auch wo der Angriff, es sind mehrere Angriffe geplant gewesen, wie er konnte auch in dieser lebensgefährlichen Situation wirklich anstehen, wie er nicht davon gerannt ist. Weil sie haben wirklich sich auf ihn haben sie es abgesehen, die Finden. Das haben wir in der letzten Predigt gehört. Er konnte davon rennen und sagen, machen ihr das Zeug fertig. Nein, er ist stehen geblieben. Er hat sich nicht einschüchtern lassen und er hat die anderen ermutigt, auf Gottes Hilfe zu vertrauen. Nehemia 4, Vers 8 sagt er zu den Bauleuten, habt keine Angst vor unseren Feinden. Vertraut auf Gott, denn er ist gross und mächtig. Kämpft für eure Brüder und Söhne, für eure Töchter und Frauen und für eure Häuser. Und dann heisst es in Vers 10 und 11, dass ihre Organisation hat müssen verändern, wo die Angriffe immer stärker geworden sind. Das hat müssen Anpassungen vornehmen. Es hat nur noch die Hälfte der Leute gebaut an der Mauer. Die andere Hälfte hat wach gehalten. Die sind bewaffnet gewesen und sind hinter den Bauleuten gestanden. Und auch die gebaut haben, müsst ihr euch vorstellen, das war wahrscheinlich nicht so einfach gewesen. In der einen Hand das Baumaterial und in der anderen Hand Waffen. Oder? Das war anstrengend. Das war richtig anstrengend, so eine Stadtmauer zu bauen. Unter dieser Bedrohung, die Hände mit den Lanzen oder Schwertern oder was gehabt, in der anderen Hand den Bachstein. Und das war richtig streng. Richtig, richtig streng. Wenn du nie weisst, wenn kommt der Angriff, werden wir sterben, werden wir, das ganze Projekt wird scheitern. Das war eine riesige Verunsicherung, die sie da müssen überwinden. Aber der Nehemia ist vorausgegangen und hat den Leuten Sicherheit gegeben, hat ihr Vertrauen auf Gott gestärkt. Wir lesen in Nehemia 4, Vers 17, sogar nachts zog ich meine Kleider nicht aus. Das war der Nehemia. Und auch meine Verwandten, meine Mitarbeiter und die Männer meiner Leibwache waren jederzeit einsatzbereit mit der Waffe in der Hand. Er hat nicht einmal die Nacht Kleider abgezogen. Leute, an diesen Kleider hätte ich nicht schmecken. So nach ein paar Wochen, mir längt es schon, wenn unsere Kinder ihre Sportkleider aufhängen zum Trocknen, die dreimal in der Woche Training haben. Manchmal ist Geschmacksverlust wirklich auch ein Segen. Ja, aber jetzt ist es wieder gekommen. So nach ein paar Monaten schmecke ich es wieder. Ja, also, es hat so viele Hindernisse gegeben bei diesem Mauerbau. Entmutigung war eine ständige Gefahr. Entmutigung. Und einmal, und das finde ich so stark, auch wieder in diesem Nehemia-Buch, überhaupt in der Bibel, die Ehrlichkeit. Es wird nichts beschönigt, es wird alles erzählt, aufgeschrieben. Nehemia 4, Vers 4, das Volk der Judäer
sang ein Klagelied. Müsst ihr das vorstellen? Das war mitten am Bauen, oder? Jetzt wäre es doch wichtig gewesen, vorwärts zu machen, endlich das Bauprojekt abzuschliessen. Und dann haben sie das Klagelied angestimmt, oder? Die Kraft der Träger reicht nicht mehr, der Schutt ist viel zu viel, alleine ist es uns zu schwer, wir kommen nie ans Ziel. Oder? Ja. Und ich verstand sie so gut, oder? Sie haben die Finde gesehen, sie haben die Steine gesehen und den ganzen Schutt und die ganze Herausforderung vor sich. Und sie haben angefangen, das Klagelied anzustimmen. Und es ist gut, dass sie es gemacht haben. Den ganzen Ärger einmal rauslassen, einfach einmal rauslassen. Wem kommt das bekannt vor, so Klagelieder? Hä? Wer kennt das aus seinem Alltag so, dass man auch so Klagelieder manchmal anstimmt, vielleicht nicht laut, aber vielleicht in Gedanken, oder? Dass man sagt, es geht mir so auf den Geist, die ewigen Corona-Massnahmen, ich mag nicht mehr, immer wieder etwas Neues, es ist zu viel, es ist zu lang, es ist ein Punkt erreicht, wo ich nicht mehr will. Ich kenne das, oder? Wo das Gefühl ist, es lenkt jetzt denn langsam, oder? Es lenkt. Aber das Coole ist, an dieser Geschichte von Nehemia, so wichtig das ist, dass man den Frust mal rauslässt, aber es ist eben nicht bei diesem Klagelied geblieben, oder? Sondern es ist weitergegangen. Es ist weitergegangen. Sie haben, nachdem sie gesungen haben, haben sie wieder gebaut und haben wirklich ihr Bauprojekt abgeschlossen. Sie haben einander gegenseitig geholfen, sie haben einander bewacht, sie haben einander den Rücken gestärkt, sie sind hintereinander gestanden. Es wäre einfacher gewesen, sich in diesem Moment zurückzuziehen, das Werkzeug anzuschmeissen. Es wäre auch für uns. Eigentlich wäre es einfacher, oder? Wenn man gesagt hat, wir machen jetzt gar keinen Gottesdienst mehr. Das ist so mühsam, oder? Das kann jeder selber schauen. Aber es kann es nicht sein. Das kann es nicht sein. Wir haben das Gemeindeleitung gesagt, wir wollen einen Weg finden. Und wir wollen, gerade in dieser angespannten Situation, ist es wichtig, dass wir als Gemeinde uns treffen, dass wir zusammenbleiben, dass wir auch anderen Orientierung geben können, Halt geben, in dieser Krise umzugehen, Ausdauer zu haben und vor allem den Auftrag, den wir haben, die Mauer zu bauen, oder? Uns in Gottes Reich zu investieren, unserer Gesellschaft etwas zu prägen, das ist so entscheidend wichtig, den Auftrag von Jesus weiterzugeben, wenn wir daran festhalten, egal was kommt. Und das braucht immer wieder eine Entscheidung, oder? Das Klagelied ist wichtig und es gibt Zeiten, wo das wichtig ist und das lesen wir in den Psalmen auch, wie wichtig das ist und sein Herz auszuschütten und dann sich wieder entscheiden und trotzdem Schutt und trotzdem Widerstand, ich gehe vorwärts. Ich möchte nicht da stehen bleiben. Ich möchte mich von Gott brauchen lassen, in dieser Welt, an deinem Platz, wo du bist, zum Segen. Zum Segen für andere. Das ist so entscheidend wichtig. Und immer wieder auch in dieser Geschichte vereitelt Gott den Angriffsplan und den Mordplan von den Finden von Nehemia. Und dann lesen wir im Kapitel 6, Vers 15 und 16, die Mauer ist fertig geworden nach 52 Tagen. Stellt euch das vor, das ist eine Rekordbauzeit. 52 Tage für eine Stadtmauer, wo wirklich Schutt war, am Boden war, ohne Krane, ohne moderne Werkzeuge, haben sie in 52 Tagen die Mauer wieder aufgebaut. Sie ist fertig geworden. Und die Finder rundherum, die das gehört haben, haben Angst bekommen, haben den Mut verloren, weil sie gemerkt haben, Gott selber hat ihnen geholfen. Gott selber hat den Segen geschenkt, hat den Schutz geschenkt, dass sie die Mauer haben können fertig bauen. Und dann ist auch gefeiert worden, oder? Nach dem Arbeiten kommt zu feiern. Und Nehemia 8, Vers 10 steht, Nehemia hat zu den Leuten gesagt, jetzt geht heim, essen, trinken, machen das Festmahl, feiern. Und, ganz wichtig, gebt auch denen etwas, die sich so ein Festmahl nicht leisten können. Die Solidarität, dass man einander hilft. Der Tag gehört unserem Gott. Und die Zeit nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und das ist der Vers, der auch für uns so wichtig ist, oder? Dass wir uns nicht abdrücken lassen. Dass die Freude an Gott und die Freude, dass wir uns zusammen treffen können. Dass wir erleben, wie das uns Kraft gibt. Wie das uns Ausdauer gibt, um dranbleiben in schwierigen Situationen. Wörtlich heisst das eigentlich, Gott ist meine Bergfestung. Gott ist mein Zufluchtsort. Gott ist meine Kraft.
Sie haben wirklich füreinander geschaut. Sie haben geschaut, dass alle feiern können. Weil wenn ihr das Kapitel 5 lesen, ist ganz spannend im Nehemia-Buch, wie es plötzlich Unruhe gegeben hat. Es hat soziale Ungerechtigkeit gegeben im Volk. Es hat Leute gehabt, die haben riesen Schulden gehabt. Die haben sich alles müssen verpfänden, ihre ganze Grundstücke. Die haben sich sogar müssen versklaven. Und es hat andere gegeben, die reich gewesen sind, die alles gehabt haben. Und das hat einen riesen Unfrieden gegeben. Und Nehemia hat gesagt, so geht's nicht. Und er hat gesagt, wir müssen die Schulden erlassen. Wir müssen von vorne anfangen. Und so ist es dazu gekommen. Er ist auch da wieder vorausgegangen als Vorbild, hat das selber gemacht. Und alle haben das gemacht. Alle Gläubiger haben ihren Schuldner ihre Schulden erlassen. Die ganzen verpfändeten Felder, Weinberge, Ölberge sind zurück zu ihren ursprünglichen Besitzer. Und das hat die Einheit und das hat den Frieden im Volk natürlich extrem gestärkt. Das war auch ein Punkt, wo nämlich von innen raus das Bauprojekt scheitern. Also, es hat nicht nur äußere Umstände gegeben, die schwierig sind mit den Finden, sondern auch innerhalb vom Volk hat es sehr viel Grund gegeben, wo das Bauprojekt zum Erliegen bringen konnte. Und dann Nehemia hat das gespürt, hat das angesprochen und hat einen ganz guten Weg gehen. Mein letzter Punkt, gemeinsam eins bleiben. Ihr merkt, die Corona, die ganzen 1,5 Jahre, wo wir jetzt dran sind, auch die Schutzmassnahmen, das hat extrem viel Spaltungspotenzial. Und das merken wir in unserer Gesellschaft auch, um uns herum. Egal, was du denkst über die Impfung, egal, was du denkst über die Zertifikatspflicht, es ist so wichtig, dass wir uns gegenseitig annehmen. Dass wir uns gegenseitig mit seiner Meinung jedem respektieren können, auch wenn er es anders sieht. Ich finde wichtig, was der Bundesrat Parmel auch vor ein paar Wochen gesagt hat. Und manchmal vergessen wir das, oder? Der Find ist das Virus. Das Virus ist der Find. Nicht die Andersdenkenden. Und das hat mir geholfen, immer wieder, einfach, um was geht's eigentlich? Um was geht's? Und ich merke, wir sind in einer gesundheitlichen, schwierigen Situation. Es wird gesellschaftlich schwierig. Und Satan, was macht er? Das, was er am besten kann. Er bringt Sachen durcheinander, oder? Ein Name für den Satan hat ja verschiedene Namen im Neuen Testament, Lügner und Mörder von Anfang an. Und eine von seinen Bezeichnungen ist Diabolos. Diabolos heisst Durcheinanderbringer. Er bringt durcheinander, er schafft Verwirrung, dass man das Ziel vor Augen verliert, dass man dann gegenseitig davon angreifen und der gefallen, wenn wir ihm einfach nicht tun. Der gefallen, wenn wir ihm nicht tun, dann sage ich Stopp, dann mache ich nicht mit und ich mache euch Mut, das auch so können zu sehen und wirklich können unseren Beitrag dazu zu leisten, dass wir nicht zulassen, dass uns das auseinandertreibt, so eine Frage. Wegen Corona, wegen Impfung, wegen Zertifikat. Jesus hat sein Leben für uns gegeben und darum darf es nicht sein, dass uns diese Frage spaltet. Das soll uns wirklich, auch wenn wir unterschiedlich denken, soll uns ins Gebet treiben, wie der Nehemia und seine Bauleute, das soll uns helfen, wach zu bleiben, parat zu sein, um die Angriffe auch abzuwehren. Der Paulus sagt in 2. Korinther 13, Vers 11, liebe Geschwister, die freuen euch, lasst euch zurechtbringen, lasst euch ermuntern, haltet fest zusammen und haltet Frieden, so wird der Gott von der Liebe und vom Frieden mit euch sein. Die haben genauso auch die Herausforderungen gehabt, jetzt waren es andere Fragen gewesen, mit der ganzen, mit der römischen Sache aussenrum, mit Verfolgung, die eingesetzt hat, halten Frieden. Innerhalb haben sie auch Streit gehabt, verschiedene Lehrfragen. Also es gibt immer Bedrohung von aussen und Bedrohung von innen, die Unfrieden bringt, die die Einheit kaputt macht. Und Bedrohung von innen ist eigentlich viel gefährlicher. Weder das von aussen, da ist man mehr noch, steht man zusammen und kämpft und so. Aber das, was von innen kommt, wenn man auch beim Nehemia gekommen ist, mit dem sozialen Ungleichen, das ist eigentlich das Schwierige. Und da müssen wir extrem wachsam sein. Und mir fällt da immer wieder auf, wie viel der Paulus das betont mit dem Frieden. Das war mir vorher gar nicht so bewusst gewesen. An vielen Orten in seinen Briefen, gerade am Schluss, wenn er Grüße weitergibt, sagt er, hey, haltet Frieden. Haltet Frieden. Sucht es gemeinsam. Lasst euch nicht spalten. Und das ist uns so wichtig, auch als Gemeindeleitung, dass wir dann den Weg wählen können mit dem Gottesdienst, den wir zusammen feiern können, wo wir eben nicht müssen, uns aufteilen in zwei Gottesdienste, sondern wir sind zusammen da. Das verbindet uns. Das ist ein Zeichen von der Einheit, dass wir eins sind, dass wir eins bleiben können. Und das ist immer wieder eine Entscheidung von jedem Einzelnen. Ich will
die Einheit unterstützen. Ich will meinen Beitrag leisten, dass wir eins bleiben können. Es ist eine Frage der Entscheidung, immer wieder neu. Und nicht von unseren Gefühlen. Der Petrus sagt, haltet einmütig zusammen. Nehmt Anteil am Leben vom anderen. Liebt einander als Geschwisterte. Geht barmherzig miteinander um und sind nicht überheblich. Überheblichkeit und Egoismus macht die Einheit kaputt. Wenn wir demütig bleiben, wenn wir füreinander schauen, wenn wir das Ganze im Blick halten, nicht nur einfach für uns selber schauen, wenn wir einander lieben, mit Barmherzigkeit miteinander umgehen, dann ist das die beste Waffe gegen Spaltung und gegen Streit. Und es ist so wichtig, dass man auf unsere Worte achtet, wie man miteinander redet, wie man übereinander redet, auch in welchem Ton, dass man andere nicht verurteilt, sondern dass man ermutigt. Lasst uns ermutiger sein. Lasst uns wirklich ermutiger sein. Auch nächste Woche. Und aufbauen. Ermutigen und aufbauen. Das ist unser Auftrag. Denkt an Nehemia. Es ist darum gegangen, die Mauer aufzubauen. Und auch wir sind berufen zum Aufbauen. Dann haben wirklich da uns reingegeben, uns brauchen lassen von Gott als seine Werkzeuge. Der Nehemia hat seine Bauleute gekannt. Sie haben ihn gekannt. Sie haben Vertrauen zu ihm gehabt. Jeder hat seinen Platz gehabt in diesem Bauprojekt. Jeder hat sein Bestes gegeben. Und ich möchte euch zum Schluss den Next Steps empfehlen. Der Thomas hat es schon gesagt. Das ist ein Kurs, der auch hilft, ihn zu finden, in die Gemeinde, seinen Platz zu finden. Und ich mache euch wirklich Mut, wenn ihr ihn noch nicht besucht habt, besucht ihn. Meldet euch an. Auf unserer Page, ihr könnt ihn einzeln besuchen. Im ersten Teil geht es so ein bisschen darum, die Gemeinde kennenzulernen, wie funktionieren wir als FG. Im zweiten und dritten Teil geht es darum, wie lebe ich eigentlich meinen Glauben, wie lebe ich die Beziehung zu Gott. Da geht es auch ein bisschen darum, was ist so unser theologischer Hintergrund als FG, was ist uns wichtig. Und im vierten Teil geht es darum, was hat eigentlich Gott in mein Leben gelegt? Was hat Gott mir für Gaben geschenkt? Und wie funktioniere ich selber und wie kann ich meinen Platz finden in der Gemeinde, auch in der Mitarbeit finden? Ich mache euch wirklich Mut, meldet euch an. Wenn ihr neu in der Gemeinde seid, umso wichtiger. Wenn ihr schon lange da seid, ist es auch mega viel, wo ihr profitieren könnt. Ich weiss das von Leuten, die teilgenommen haben, die gesagt haben, es war mega schön, spannend, ich habe Neues gehört. Ich habe auch die neuen Leute gelernt kennen, die in der Gemeinde sind. Es ist wirklich eine super Chance, also meldet euch an. Und Dani und ich freuen uns über jeden, der dabei ist, wenn wir Ende Oktober zusammen starten, an diesen vier Sonntagnachmittagen. Ich möchte noch beten.